Leute, wir sind diesmal in Hockenheim. Hinter mir fährt jetzt gleich der Luca rein zum ersten freien Training. Ich schaue, dass ich wieder ein paar gute Aufnahmen einfange und let's go! Sascha, was sagst du? Perfekt. Sehr gut. Und wie war's? Sehr geil. P2. Zieh erst mal der Helm aus. Felden war auf P1 mit 2/10 vor mir. Ist aber neue Räder gefahren, wie gebraucht. Hofer ist auch neu gefahren, wie gebraucht. Das heißt, wir sind gut dabei. Zweiter Sektor fehlt uns enorm viel. Ich glaube 6 km/h Topspeed. Aber der Flo und ich fahren einfach Windschatten und dann zeigen wir es denen da draußen. Sehr knapp, aber geil. P5? Ja, richtig gut. Der Mike ist 1/1000 vor mir, der Kirsch ist 1/100 vor mir und wer steht noch vor mir? Poczek. Ja gut, Poczek ist eine 3 gefahren und P2 ist auch nur 1/100 vor mir. So geil, wirklich mega. Auto war super, mehr war einfach nicht drin. Gerade runter ist ein ziemlich schwierig, aber geil, morgen P5, zweimal von P5, überzeugen, wir haben alles richtig gemacht. Danke ans Team, wir gehen pennen und morgen sehen wir uns zum Rennen. Gott, ich hab so Angst. Ist bekannt für einen Blitzstart. 10. Reihe steht er. Schlechter Start, das steht schon mal fest für Harry Poczek. Um nicht zu sagen, sehr, sehr schlechter Start. Kann Steve Kirsch da über die Außenbahn durch die Wiese eventuell attackieren? Da geht ihm natürlich Schwung verloren, das kann er nicht. Aber vielleicht ist es jetzt in die Bernie Ecclestone-Kurve 76 Zähler, weil er Mike Heil das 2 dazu bekommen hat. Aber die Rechnung ist ganz einfach. Josh Weiss muss einfach nach dem Rennen mehr als 50 Punkte Vorsprung haben. Und dann ist die... Vielen Dank, lieber Sven. Ja, da geht es nämlich um die Position.
Position 4 und 5 zwischen dem Golf GTI und dem Audi RS3 LMS. Und da sind die Voraussetzungen relativ klar gegeben. Das heißt, auf der Geraden ist der Audi hier in Hockenheim mit Sicherheit eines der stärksten, der schnellsten Autos. Aber in den Ecken und beim Rausbeschleunigen, was den mechanischen Grip angeht, da ist der Golf GTI wieder richtig gut dabei. Jetzt gibt es eventuell ein toller Freikampf. Die beiden Jungs sind besonders nicht dabei. Aber genauso, dass beide auch bestimmt sehr viel Spaß haben und ganz breites Grinsen aufhaben, weil dann das Motorsport, wie man ihn sehen möchte, zwischen Sheldon van der Linde und Luca Engstler. Und die beiden Jungs ja wirklich, Sheldon van der Linde, muss man ja sagen, die 18 geworden ist momentan noch 17, aber jetzt erstmal mit, schmeißt er mit Steinchen, der van der Linde, ne? Schmeißt mit Steinchen in Richtung Luca Engstler, der übrigens auch nur 17 Jahre jung ist. Also da fahren zwei ein Sensationsrennen, ein Sensationszweikampf in der vierten Runde, die beide gemeinsam sahen. 34 Jahre geht. Ich weiß nicht, ist der von dem Rad getroffen worden oder ist er dort von dem Rad nur geflüchtet? Dann ging es in das erste Mal ganz leicht in die Leitplanke hinein. Da ist aber schon hinten links der Reifen abgerissen und dann war das Auto nicht mehr kontrollierbar. Während jetzt sich die Rennleitung entschieden hat, das Rennen mit Rot definitiv abzubrechen, weil es steht natürlich fest, dass wir hier das Rennen hinterm Safety Car hätten beenden müssen. Und bester Junior, einmal mehr hat sich die Junior-Meisterschaft gesichert im Liquid Molly Team Engstler, im Golf GTI, Luca Engstler. Und da unten stehen jede Menge, die applaudieren, die sich freuen, und auch einige der Fotografen wollen natürlich noch ein paar Siegerfotos haben. Vor dem Umschalten der Ampel von Rot auf Aus eröffnet wird. Guter Start in der ersten Reihe für die beiden Honda-Piloten. Die Audi-Jungs dahinter, die kämpfen schon. Chris Fischer kommt von der dritten Reihe schon mal richtig mit Schwung nach vorne. Luca Engstler hat da großen... ...der sich dahinter bewegt. Antiburi hat Glück, dass Engstler den Golf mit der 8 hier unter Kontrolle hält. Will außenrum vorbeifahren, wird jetzt auf dem Weg in die Rechtskurve natürlich Antiburi in hellgelb und dunkelblau passieren. Den Kurs hier von Hockenheim natürlich gerade die frontgetriebenen Autos beschäftigt. Rammstoß von Engstler gegen Halter, der drückt ihn einfach mal geradeaus in diese Mercedes-Tribüne vor dem Quartett, das dort in die Spitzkehre hineinfahren möchte. Jetzt rumpelt da innen einer durch und zwar ist das würde, gibt ja Punkte von der, ja, wenn das so zu Ende gehen würde, Antiburi muss jetzt erstmal gucken, dass er irgendwie wieder Asphalt unter seine Räder bekommt und mit Luca Engstler jetzt den Außenbahnmann in den Kies geschoben hat und sicherlich für Diskussion in der Rennleitung sorgen wird. Da gibt es auch eine Rauchentwicklung bei Procic. Der vorne sehen wir leichtes Feuer da in der Bremsscheibe drin hat, das sich da entwickelt. Kommt das von der Bremse? Hätten wir mal da drauf. Rote Flagge zeigt jetzt zunächst mal den Rennabbruch. Hier abonnierst du. Und da schaust du das neue Video. Super, Oma. Geil, Oma. Super, Oma.